kommt ja noch eine Elefantenstatue. Steinstatue mit Rüssel und mächtigen Stoßzähnen. Ihr ruhiger Blick scheint in weite Ferne gerichtet zu sein. Ah, den brauche ich für die rechte Seite. Kleinen Schlüssel. Ich würde mal sagen, Final Fantasy machen wir, wenn ich den Dungeon fertig habe. Ja. Ich habe einen kleinen Schlüssel bekommen. Kann ich für hier nutzen. Ah, wahrscheinlich. Scheiße, geht nicht. Ja, aber wie kriege ich die Kiste kaputt? Versucht. Aber irgendwie müssen wir ja dann in die Kiste kommen.
Ich komme aber nicht mehr an. Oder kann ich sie von hier kaputt machen? Ah, von hier geht das. Okay. Ruht auf dem Turme seine Schwingen aus, scharf der Blick und der Schnabel ebenso. Schnabel? Okay, du bist falsch. Du bist auch falsch. Du scheinst richtig zu sein. Was für ein Schnabel. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Ja, dass ich von hier wahrscheinlich auch irgendwo rein kann. Das ist nicht der einzige. Ah! Ach, leck mich doch. Ah. Ach, spring doch.
Du heilige Scheiße, nein. Das war die Falkenstatue, die mir fehlt. Ja, jetzt fehlt nur noch der Bossschlüssel. Oh, wie fies ist das denn? Dann eben so. Du hast den großen Schlüssel erhalten. Damit kannst du die große Tür öffnen. Ja. Oh, lass mich raten, wo das hinführt. Natürlich. Es gibt eine Kiste, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Von oben, aber von oben gab es nichts. So, die Statuen. Maulgreif. Du weißt, dass ich darauf laufen kann. Deswegen Maulgreif. Du willst mich doch verarschen. Bestimmt mache ich den mit dem Bogen dann platt, ne? Yeah.
Nein, er. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ach komm, die Katze ist süß. Maulgreif erledigt. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Somit sind meine Fähigkeiten jetzt stärker geworden. Oh. Try ist stärker geworden. Die Kosten sind alle um eins gesenkt worden. Beim Erschaffen mancher Echos werden nun weniger Tries verbraucht. Du hast von Try 5 Kristalle der Stärke erhalten. Jetzt kann ich sogar noch mal verstärken hier. Als wir den Riss geschlossen haben, habe ich etwas von meinen Gefährten gehört. Auch sie wurden von einem Ungeheuer gefangen genommen. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Aber da du das Ungetüm gesiegt hast, können sie jetzt alle wieder ihre Arbeit aufnehmen. In dieser Welt des Nichts haben wir nichts mehr zu schaffen. Wow. Lass uns von hier verschwinden, Zelda. Dieses Wortspiele, Mann, ne? Haben wir nichts mehr zu schaffen in dieser Welt von nichts. Möchtest du normale Welt? Ja, klar. Dann lass uns aufbrechen. Zelda! Nicht nur der Riss bei der Kultstätte, nein, alle Risse in der Wüste sind verschwunden. Du hast es geschafft. In der Stadt wartet man schon gespannt auf deine Rückkehr. Lass uns gemeinsam dorthin gehen. Wir feiern, dass die Risse verschwunden sind. Gib die nächste Runde aus. Und am Ende musst du mich wieder anpumpen, weil du den Mund zu voll genommen hast.
zeigte sich in der Dunkelheit ganz vage der Umriss einer Kriegerin. Eigentlich ist jetzt Trainingszeit, aber das scheinen wohl alle vergessen zu haben. Nun ja, der heutige Tag ist eine Siegesfeier zum Triumph über die Risse. Ich denke, einen Tag lang kannst du mal beide Augen zudrücken. Haha, es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Ja, was für ein Kontrast zur Betrübnis der letzten Zeit. Zelda, lass mich dir erneut danken. Du warst unsere Rettung in höchster Not. Da schließe ich mich sofort an. Vielen, vielen Dank. Du warst es, die uns im letzten Moment noch aufgeweckt hat. Dona, auch dir bin ich zu Dank verpflichtet. Ohne deine Überzeugung und deine Liebe zu unserem Stamm wäre diese Stadt ebenfalls untergegangen. Mutter, du bist zu einer stolzen Gerudo herangewachsen und hast dich als würdig erwiesen, der einst unseren Stamm anzuführen. Was aber? Das ist ja... Ich bin der Aufgabe noch lange nicht gewachsen. Aber deine Worte freuen mich trotzdem sehr, Mutter. Zelda, du gedenkst sicherlich weiterhin durch die Lande zu ziehen und Risse zu schließen. Ich wünsche dir alles Gute für deine Reisen. Zelda, es ist uns gelungen, die Risse in der Gerudo-Wüste und in den Jabul-Gewässern zu schließen. Aber dabei haben wir weder deinen Vater noch Link gefunden. Was sollen wir jetzt tun? Meinst du, wir sollten Blueberry und den anderen berichten, was wir so alles erlebt haben? Hier ist unbefugten der Zutritt verboten. Man uns einen Maulwurf entgegengesetzt. Einen Maulgreif, um ehrlich zu sein. Was ist das? Ist das etwa eine dieser fliegenden Bodenfliesen, von denen Facette geredet hat? Mach das noch einmal. Nein, am besten nicht nur einmal, sondern ganz oft. Puh, das sollte reichen. Ich habe sie so genau studiert, dass ich jetzt meiner Vorgesetzten Berichte darüber erstatten kann. Ich glaube, diese Bodenplatten, ne, hätten uns in dem Dungeon davor nützlich sein können. Ich glaube, die hätten uns den letzten Dungeon, weil theoretisch ist es ja eigentlich vorgesehen. Es hat zwar keine richtige Reihenfolge, aber das hier war eigentlich der zweite Dungeon und der andere war der dritte. Wir haben den dritten vor dem zweiten gemacht. Das Lustige ist, ich habe es sogar geschafft, in Ocarina of Time einen Dungeon
zu machen, bevor ich den eigentlich ersten Dungeon machen musste, also als Erwachsener League. Das war mir wirklich eine große Hilfe. Darf ich dir das hier als Belohnung geben? Mein Vorgesetzter ist ein hohes Tier bei den Gerudo. Sie hat kaum Gelegenheit, die Stadt zu verlassen. Trotzdem erforscht sie all die alten Ruinen in der Wüste, um Dinge zu finden, die hilfreich für uns wären. Ich bewundere sie sehr und deshalb möchte ich sie so gut ich kann unterstützen. Mal gucken, was das nächste Ziel ist. Und dann wechseln wir das Spiel nochmal. Wir wollten ja auch noch raiden. Oh, Prinzessin, ihr seid zurück! Und ihr seht aus, als läge euch etwas auf den Herzen. Verstehe, ihr habt alle Risse geschlossen, aber der König und Link bleiben weiterhin verschollen. Euer Majestät, wo seid ihr denn nur? Wir sollten jedoch nicht eure Erfolge kleinreden. Es ist euch gelungen, die großen Risse in den verschiedenen Regionen zu schließen. Jetzt gibt es nur noch einen großen Riss, den in Schloss Hyrule. Jener Riss also, der euch beide und den König verschlungen hat. Ja, eine Schande, dass seine Majestät immer noch hilflos und allein in einem Riss steckt. Während wir hier rumstehen, können unsere Doppelgänger sich ungestraft im Schloss austoben. General Dix. Euer Hoheit, werte Lueberry, Ministerin Sinstra. Als General des Königreichs von Hyrule kann ich keine Sekunde länger stillhalten. Hä? Ja, aber was wollt ihr denn sonst tun? Handeln! Ich marschiere jetzt ins Schloss Hyrule und enttarne diese Hochstapler. Abmarsch! Aber General Dex, wartet doch! Dabei waren wir doch noch mitten in unserer Lagebesprechung. Geduld ist wohl nicht gerade seine Stärke. Aber zurück zur Sache. Ihr habt Link noch nicht gefunden. Wir können nur hoffen, dass es ihm gut geht. Als nächstes wollt ihr nun wahrscheinlich auch noch nach Schloss Hyrule. Der falsche König trachtet euch nach dem Leben, also seid auf der Hut. Ich mache erstmal die Energieleiste. Den Bogen werde ich nämlich nicht so viel nutzen wahrscheinlich. Wenn ihr etwas verbessern wollt, seht euch die Maschine an. Also müsste ich jetzt noch Schloss Hyrule. Oh Gott. Das mache ich später.